Ja, Kombucha-Tagebuch Nummer, ich weiß nicht, ich schreibe es drunter. Ich wollte heute mit euch eine kleine Verkostung machen. Weil ich habe jetzt zwei Varianten hier von Kombucha. Und zwar habe ich gemischt immer Kombucha. Also ich habe den beim Abfüllen, das Abfüllen habe ich euch in den vorigen Videos ja schon gezeigt, in Flaschen abgefüllt. Und das ist die Variante jetzt, da habe ich so Eisensaft genommen. Da gibt es ja diesen, von mehreren Herstellern, so einen roten Eisensaft einfach. Und da hatte ich ungefähr 100 Milliliter, eher ein bisschen mehr, genommen und damit den Kombucha aufgefüllt. Also ungefähr 100 Milliliter Saft rein und dann mit Kombucha aufgefüllt. Und hier hatte ich Kombucha mit Pflaumensaft, auch ungefähr 100 Milliliter. Und ich, ja, bei dem wollte ich euch das eigentlich, ja, eigentlich wollte ich euch das nochmal demonstrieren. Aber beim Test ist es schon schief gegangen im Endeffekt. Mit dem Eisensaft, der hat so extrem viel Kohlensäure entwickelt. Man sieht es ja auch hier, das schäumt immer noch nach hier und das ist mir einfach übergesprudelt. Weil bei den vorigen hatte ich es bis jetzt bei dem puren Kombucha nicht so krass, ja. Da ist auch nochmal der Tipp, wenn ihr es abfüllt, keine Metallgefäße, sonst geht die Kohlensäure raus. Auf jeden Fall irgendwie Glasgefäße beim Abfüllen. Und durch ein Tuch abseihen. Naja, jedenfalls hier, wenn ich das jetzt aufmache. Ja, ein bisschen gezischt hat es noch. Ein bisschen voll hier. So, man sieht es. Also die Kohlensäure, das blubbert direkt noch nach und hier bildet sich Schaum. Den habe ich die ganze Zeit im Kühlschrank stehen gehabt. Den werde ich jetzt mal aufmachen. Mal sehen, ob ihr es hört hier. Ich gar nicht auf. Ja, ich hoffe, ihr habt es gehört. Also da ist richtig Kohlensäure drin. Auch bei dem Pflaumensaft, aber lange nicht so viel wie bei dem mit dem Eisensaft. Ihr seht, es schäumt auch gut. Ne? Hier wie so ein Sekt. So, und jetzt wollte ich mal mit euch zusammen die Geschmacksprobe machen. Nehmen wir erstmal den mit dem Eisensaft. Ah, der ist echt lecker. Und den kann ich nicht empfehlen. Wichtig ist bei dem Ganzen, wenn ihr den abfüllt, dass ihr den Kombucha dann erwischt, wenn er noch leicht süß ist. Also wenn noch ein ganz bisschen Zucker drin ist und nicht alles umgesetzt hat, weil dann die Kohlensäure sich entwickeln kann. Also da habe ich am Anfang Fehler gemacht. Das ist zu spät. Den Kombucha rausgenommen, da konnte der kaum noch Zucker umsetzen, weil in der Flasche bildet der nur Kohlensäure, wenn noch ein bisschen Restzucker da ist. Deswegen hilft der Saft dabei auch. Der hat ja auch noch Restzucker. So, jetzt probieren wir mal mit dem. Das war übrigens selbstgemachter Pflaumensaft aus dem eigenen Garten. Ist auch gut. Ist anders. Ist anders. Ein bisschen saurer. Bei dem Eisensaft ist noch so eine gewisse Süße. Ist so ein bisschen. Ach, das stimmt gar nicht. Das ist gar kein Eisensaft. Da ist Aroniasaft drin. Also, ich schreibe es am Anfang dann irgendwie. Ihr guckt das Video hoffentlich soweit. Das ist Aroniasaft. Richtig. Aroniasaft, Aroniabeerensaft. Wer die kennt, die Apfelbeere heißt sie ja auch. Genau, fantastisch. Also, das schmeckt echt total klasse. Aber auch der Pflaumensaft schmeckt gut. Fast wie so ein bisschen sektmäßig, aber ja, mit Kombucha-Geschmack. Und der schmeckt so fast ein bisschen wie ein Wein. Ein Wein mit Kohlensäure, aber ja. Furcht, der ist echt lecker. Es sind beide gut. Ich bin fast am Überlegen, ob ich nächstes Mal, wenn ich die abfülle, das Ganze mit ein bisschen Wasser noch verdünne. Weil es mir fast ein bisschen zu intensiv ist. Oder ob ich es jetzt direkt mal eben noch ein bisschen Wasser. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen Wasser rein. Ich habe jetzt zwar gerade kein Sprudelwasser da, aber das ist eh so viel Kohlensäure drin. Mal sehen, ob es. Besser, ein bisschen. Ein bisschen besser. Ich weiß gar nicht. Na, vielleicht auch nicht. Vielleicht hätte ich das wenn dann mit Kohlensäurewasser auffüllen müssen. Aber der schmeckt auf jeden Fall ziemlich gut, muss ich sagen.
Sehr gut. Ich wollte noch einen eigentlich probieren, einen puren Kombucha. Den habe ich aber gerade gar nicht da. Ich kann höchstens mal gucken. Ich gucke nochmal eben, ob ich da puren Kombucha noch da habe. So. Aronia, Pflaume und jetzt kommt pur. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Oh, der hat auch nicht Druck. Ich hoffe, der sprudelt mir jetzt hier nicht durch die Gegend. Zack, oh, es geht. Das ist überhaupt pur. Also ich sehe schon mal, da fehlt die Kohlensäure. Oder? Oh, nee, doch nicht. Das täuscht. Der ist nicht pur, da ist auch Pflaumensaft mit drin. Aber schmeckt auch, deswegen schmeckt auch super. Also mit dem Pflaumensaft ist auch klasse auf jeden Fall. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, also wenn ihr einen Kombucha jetzt macht, auf jeden Fall immer, also das sind jetzt 0,7 Flaschen, da hatte ich ungefähr 100 Milliliter Saft drauf. Ja, die hatte ich sogar abgemessen, genau. Deswegen 100 Milliliter Saft drauf, nach eurer Wahl. Es bieten sich Säfte an, die eine hohe also irgendwie einen hohen Zuckeranteil haben, damit da nochmal ordentlich Kohlensäure kommt. So wie ich kann mir auch vorstellen, dass es mit einem Apfelsaft, der hat ja auch viel Zucker, sehr gut wird. Und so rote Säfte, so der Johannisbeer und so, wahrscheinlich eher schwierig, weil da nicht so viel Zucker drin ist. Geschmacklich weiß ich nicht, vielleicht wird es zu sauer. Kann ja mal jemand unten kommentieren, der sowas schon mal gemacht hat. Also ich fand jetzt die Version, die beiden hier gut. Ich werde euch auch nochmal irgendwie eine Version pur irgendwie nochmal präsentieren, wenn ich dann mal eine fertig habe. Nur ich hatte jetzt immer alle gemischt. Ich habe mir jetzt noch pur gerade welche zurückgestellt. Und ich muss sagen, jetzt habe ich sie so, den Kombucha, dass er wirklich schmeckt. Am Anfang war das so, entweder war die Kohlensäure nicht da, weil der Zucker gefehlt hat. Oder es war zu intensiv, weil es zu lange drin war. Und jetzt muss ich sagen, es ist ziemlich gut geworden. Es schmeckt richtig klasse, fast wie gekauft. Und ich kann euch auch nochmal den Tipp geben, wenn ihr den filtert, also in die Flasche laufen lasst, filtert den wirklich gut. Also am besten legt das Tuch doppelt. Also wenn ihr ein Geschirrtuch nehmt zum Filtern, legt es doppelt, dass wirklich die Schwebstoffe raus sind, weil dann kriegt ihr hier, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, und der ist ja immer noch ein bisschen trüb, so eine relativ klare Farbe. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich auch der Pflaumensaft, der da noch mit das ein bisschen trüb macht. Genau, aber jetzt habe ich genug gelabert. Ihr könnt ja mal eure Kommentare posten dazu, wie ihr das findet. Und vor allen Dingen würde mich interessieren, wenn andere Geschmackskombinationen ausprobiert haben und wie die das gemacht haben, wie viel Saft ihr genommen habt und so. Das könnt ihr mir mal schreiben, das würde mich sehr interessieren. In dem Sinne, macht's gut und Prost Kombucha. Nochmal die. Ganz klar besser.